Sie werden wie Ware gehandelt, kommen aus den Armenhäusern Osteuropas, schaffen in Deutschland an. Die UN schätzt die Zahl der weiblichen Zwangsprostituierten in Europa auf 500.000. Menschenhändler gehen nur in den Knast, wenn Frauen ihre Angst überwinden und aussagen. Der Umsatz in der Prostitution beträgt allein in Deutschland 15 Milliarden Euro jährlich, schätzt die Polizei. Freier wollen Frischfleisch, egal woher. Interessiert Sie, wenn Sie ins Unschuppen gehen, ob die Mädels hier freiwillig sind oder nicht? Nein, das interessiert mich nicht. Liliana hat ihrem Menschenhändler richtig viel Geld eingebracht. 30.000 Euro plus 2 Auto bezahlt. Die Polizei hat kaum Handhabe, gegen Menschenhändler und Zuhälter vorzugehen. Kontrolle. Das Prostitutionsgesetz ist eher ein Prostituierten-Ausbeutungsgesetz und ein Zuhälterschutzgesetz. Bordellbetreiber dagegen finden das deutsche Recht gut. Seit das Prostitutionsgesetz eingeführt worden ist, haben wir viele Probleme weniger. Hat das Gesetz zur Legalisierung der Prostitution zu mehr Menschenhandel und Sexsklaverei geführt? Osnabrück. Die Polizei auf dem Weg zu einer Bordellkontrolle. In der Kleinstadt gibt es etwa 70 Prostitutionsstätten mit 400 Frauen und Mädchen. Angemeldet ist nur eine Zimmervermietung in einem Wohnhaus, kein Bordell. Aber wer hat diese jungen Frauen hergebracht? Warum ausgerechnet Osnabrück? Wo kommen Sie her? Aus welchem Land? Aus Rumänien. Aus Rumänien. Und die beiden Mädels hier auch? Ja, alle. Sie sind 19 und wissen genau, was sie antworten müssen. Die Polizei hat den Verdacht, Hintermänner haben sie gebrieft. Wieso sind sie nach Deutschland gekommen? Ich habe im Internet nachgeguckt. Und dann haben sie sich ein Bus- oder Flugticket gekauft und sind hergefahren? Ja, ein Flugticket. Und das Geld müssen sie einem Mann abends geben? Nein, wieso? Wir haben keine Zuhälter. Nein? Nein, wir sind von alleine gekommen. Also, wem müssen sie denn die Miete für das Haus bezahlen? Von wem? Ja, wie sie machen, was hat die Haus? Ne? Was zahlen Sie Miete? Ja, das ist doch egal. Oder? Ja, mich interessiert es, wie viel Sie bezahlen müssen. Nein, ist doch egal. Ja. Also, wenn irgendwelche Probleme da sind, ne, dann kannst du mich anrufen. Ja? Okay. Ja, da ist so eine Wohnung voll mit jungen Frauen, die einem auf die Frage, wo kommst du her, Stereotype Antworten geben, immer das Gleiche. Das Gros wird die Antworten einstudiert haben, davon bin ich überzeugt. Die Polizisten erkunden die Szene, geben sich als Kunde aus. Ja, wie siehst du aus und wie alt bist du? So dunkle Haare, braune Augen. Sind neue da, womöglich Minderjährige? Ja. Woody, was hat sie gesagt? Sind sie freiwillig hier oder wurden sie hierher verschleppt? Jeder kann in Deutschland ein Bordell aufmachen, auch verurteilte Menschenhändler. Vorschriften gibt es keine. Ja, wenn Sie eine Dönerbude eröffnen wollen, dann müssen Sie irgendeinen Kurs mitmachen bezüglich der Hackfleischverordnung. Dann müssen Sie nachweisen, dass Sie Hygienevorschriften einhalten. Und wenn Sie ein Bordell eröffnen, in dem Geschlechtsverkehr gegen Geld stattfindet, dann müssen Sie nichts nachweisen. Das ist schon bedenklich. Prostitution ist nicht mehr strafbar. Frauen könnten ein Gewerbe anmelden. Doch das Gesetz hilft vor allem Zuhältern. Sie können Frauen jetzt noch problemloser ausbeuten, sagt die Polizei. Ein Flatrate-Bordell. Für 100 Euro dürfen Freier Sex haben, so oft sie können oder wollen. Die meisten Prostituierten kommen aus Rumänien. Nur wenige deutsche Frauen wie Jenny arbeiten hier. Der Mann zahlt 100 Euro Eintritt. Wie viel kriegen Sie davon? Also es kommt darauf an. Auf diese Croupons kriegen wir pro Gast. Ja. Und Croupons kriegen wir 10 Euro. Und Sie brauchen 10 Freier, um 100 Euro zu verdienen. Genau. Mensch, das war ganz schön viel Arbeit, oder? Geht. Hat dich ein Freund hierher gebracht? Nein, alleine. Alleine? Ja. Und warum hierher nach Osnabrück in diesem Club? Ich gucke auf mein Internet, so schon Club, schon eine Ruhe. Super. Mensch, das Geld verdient. Ja, das für gilt sich für mich, ja. Kein Mann, der kommt noch. Flatrate läuft gut für die Freier. Aus welchen Ländern kommen die, wissen Sie? Das weiß ich so nicht. Haben Sie manchmal? Nein.
Was interessiert Sie das überhaupt? Dass Sie mal fragen, bist du freiwillig hier? Marina? Hier? Ja, da gehe ich von aus. Interessiert Sie, ob Sie vielleicht auch gezwungen werden von irgendeinem Typ? Ja, klar. Aber keine Ahnung. Interessiert Sie nicht? Nee. Wieder suchen die Beamten nach Minderjährigen oder Frauen, die gegen ihren Willen anschaffen müssen, Opfer von Menschenhandel sind. Die Polizisten werben um Vertrauen, hinterlassen ihre Visitenkarten mit einer Telefonnummer. Und wenn du ein Problem hast, das bin ich. Okay. Du kannst jederzeit. Ich bin auch ja. Sie können nur eingreifen, wenn Frauen sich trauen, gegen ihre Zuhälter auszusagen. Aber wieder wirken die Antworten wie auswendig gelernt. Eine Dolmetscherin übersetzt, denn fast alle kommen aus Osteuropa. Und wenn sie sagen, dass sie auf eigene Faust gekommen sind, hat die Polizei keine Handhabe. Der Bus, mit dem du gefahren bist, war das ein richtig großer Bus? Oder war das so ein großer Bus. Wie viele Leute im Bus? Keine Ahnung. Okay, wer hat das Ticket gekauft für den Bus? Normal, ja. Du hast auch keinen Freund oder so, der damit gefahren ist? Natürlich nicht. Ja. Einfach so vom Gefühl her hätte ich gesagt, okay, das könnte sein, dass die ein Opfer ist vom Menschenhandel oder Zuhälterei. Mhm. Sie wusste auf alles die richtige Antwort. Ich habe es im Internet gefunden und ich habe mir die Busfahrkarte gekauft und alles allein. Das ist einfach schwer zu glauben bei so einem jungen Mädel. Ne? Ja. Das dauert dann immer so lange, bis dann den Frauen es wirklich schlecht geht. Ja. Und dann erinnern sie sich vielleicht dran, dass da doch mal jemand gekommen ist von der Polizei und was angeboten hat. So wie Liliana. Die junge Rumänin lebt jetzt in einer geheimen Wohnung, wird von Polizisten beschützt, denn der rumänische Täter ist noch flüchtig und sie fürchtet seine Rache. Er suchte Nachschub für seinen Puff in Deutschland. Sie träumte von Liebe. Dieser Mann hat erzählt mir, er möchte eine Familie mit mir, möchte zusammen mit mir, heiraten mit mir. Ja. Und maximal 3 Wochen hat gesagt, ja, wir haben nicht so viel Geld. Ist besser, wenn du auch kommst mit mir in Ausländer und dann wir machen Geld schneller, kaufen eine Wohnung und so weiter. Wir haben Geld. Wie viel hast du ihm im Lauf dieser Zeit gegeben? Wie viel Geld? 30.000 Euro. 30.000 ja. Euro hat er mit dir verdient? Ja, plus 2 Auto bezahlt. Es war gut gemeint 2002, als die rot-grüne Koalition beschloss, Prostitution als normalen Beruf anzuerkennen. Jede Frau sollte von nun an ein Gewerbe anmelden können, ihren Lohn einklagen können, Zugang zur Sozialversicherung erhalten. Sie war eine vehemente Vorkämpferin des Gesetzes und ist auch heute noch von dessen Segnungen überzeugt. Doch Kritiker meinen, es habe zu viele Lücken, sei naiv. Was ist aus Ihrer Sicht besser geworden? Die Prostituierten sind nicht mehr angewiesen auf Zuhälter, weil sie jetzt auch ihren Lohn einklagen können. Das war ja vorher auch nicht der Fall. Sie können selbstbestimmt arbeiten und sie können entscheiden, wie sie arbeiten wollen. Alles das war vorher nicht da. Aber vielfach wissen die Frauen auch gar nicht, welche Rechte sie haben. Gerade die jetzt aus Bulgarien und Rumänien kommen. Ja, die Frauen können ihre Rechte nur dann durchsetzen, wenn sie informiert sind. Das heißt, es müssten Flyer entwickelt werden, wo drin steht, die Bundesregierung informiert darüber, so ist das Gesetz. Und das müsste in unterschiedlichen Sprachen gedruckt werden. Da könnte auch die Notrufnummer der neuen Helpline aufgeführt werden, sodass die Frauen, wenn sie wirklich in Not sind, dort auch anrufen können. Das ist wichtig und das brauchen sie. Ob hier ein Flyer hilft und eine Helpline? An der deutsch-französischen Grenze. Die meisten Freier kommen aus Frankreich. Deutschland nicht mehr das Land der Dichter und Denker, sondern ein riesiger Puff. Im kleinen Saarland gibt es rund 270 Bordelle mit rund 3000 Frauen, sagt die Polizei. Die Franzosen, die kommen natürlich auch hier in diese Apartments. Hier bin ich in 10 Minuten bin ich über die Grenze gefahren und bin wieder zu Hause und keiner weiß was davon. Die Polizisten finden jedes Mal eine andere Lage vor. Die Mädchen werden wochenweise von Stadt zu Stadt gekarrt, um Freiern immer wieder neuen Nachschub zu bieten. Darf ich mal reinkommen? Ja. Ich komme aus Rumänien. Darf ich Sie mal fragen, woher kommen Sie denn? Ich? Ja. Aus Rumänien. Und wie lange sind Sie schon in Deutschland? Ich habe letzte Woche gekommen. Und müssen Sie dann am Ende des Tages das Geld einem Mann geben oder einer Frau? Nein, ich bin alleine. Okay, vielen Dank. Danke.
In Deutschland gibt es für jede Eckkneipe und jede Dachwinkelneigung mehr gesetzliche Vorschriften als für ein Bordell. Mietwucher und Ausbeutung sind offenbar normal und das Schlimmste ganz legal. Das Prostitutionsgesetz gut gemeint, nicht gut gemacht. Sie haben mir gesagt, ich müsse 450 Euro Miete bezahlen. Für 5 Tage? Ja. Und das Geld, das Sie hier verdienen, behalten Sie das oder müssen Sie es einem Mann abgeben? Die Hälfte muss ich abgeben. Die Hälfte? Das ist aber viel. Ja, die Hälfte kriegt der Chef. Hier nützen weder Flyer noch Informationen. Jetzt wird eben per Mietwucher ausgebeutet. Also das ist ja nicht die klassische Zuhälterei. Nein. Sie kriegt eine in die Wäsche, rückt die Kohle raus, sondern man vermietet ihr ganz legal die Wohnung. Und wenn sie Mietschulden schuldig bleibt, und dann hat man die Möglichkeit, gerichtlich gegen sie vorzugehen. Die Frauen, die jetzt hier sind, die sind nächste Woche in München, die Woche drauf in Hamburg. Die sind in der ganzen Bundesrepublik unterwegs. Ständig Frischfleisch. Das nächste Bordell. Auch getarnt als normales Mietshaus. Anzeigen im Internet haben die Polizisten darauf gebracht, dass hier angeschafft wird. Rumänien. Ja. Welche Stadt? Bukarest. Bukarest. Kommen alle aus Rumänien? Alles. Rumänien. Ja, Sie kommen auch aus Rumänien. Alles ist legal. Sogar, dass die Männer gleich mitgekommen sind, kontrollieren, wie viele Freier die Frauen haben und sofort das Geld einstreichen können. Was machen Sie hier? Ich. Ja? Arbeiten Sie? Ich arbeite nicht. Sie arbeiten nicht. Aber nicht für der Arbeit. Die Betreiber dieser Häuser geben sich nach außen nur als Vermieter und kassieren ab. Verantwortung für die Frauen, Fehlanzeige. Problem? Sie sind die Vermieter? Warum? Ja. Ja. Es kommt darauf an, was gedreht wird und was gepacht wird. Wieso? Kann ich jetzt da oben gehen oder was? Ja, aber wir haben hier Vermieter. Ja. Nein. An die Mädchen. Ja. An die Mädchen hat das Hausrecht. Dann dürfen die bestimmen, was hier gemacht wird. Sie erzählen mir jetzt was anderes. Was soll ich Ihnen erzählen? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt hier ein Zimmer mieten möchte, was kostet das dann pro Tag oder pro Woche? Da gebe ich Ihnen keine Auskunft. Stellen Sie auch irgendwie sicher, dass die Mädchen freiwillig hier sind? Ich denke, wenn die Mädchen bei mir anrufen und sagen, ne, haben Sie ein Zimmer frei, ich möchte ganz gerne kommen, denke ich, sie kommen freiwillig. Ich kann aber nicht sagen, dass hinten dran jemand mit der Pistole steht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Mädchen, die hier sind, gezwungen werden, hier zu sein. Inzwischen ist es dunkel. Wir fahren zum nächsten Puff. Das Prostitutionsgesetz wollte, dass sich alle Frauen versichern. Doch nicht einmal 1% aller Huren hat einen Arbeitsvertrag. Nur die wenigsten sind krankenversichert. Sind Sie sozialversichert oder haben Sie eine Krankenversicherung, die Frauen? Na, Cash bezahlen. Cash bezahlen? Ja. Wohnen Sie hier? Ja. Ja. Kommt die Hälfte aus Frankreich? Meiste Franzosen bei uns. Ja? Mhm. Warum kommen die hierher? Frankreich ist verboten, sowas. Gott sei Dank. Ach so. Souvent non. Nein, sehr oft komme ich nicht. Nur ab und zu. Es ist toll hier. Oh, ich will aber nicht ins Fernsehen. Auch in Berlin schweben sie ein. Freier aus Rom und Stockholm, die mal eben einen Wochenendausflug ins Bordell machen. Vom Flieger geht es mit dem Taxi direkt in den Puff, der offiziell eine Wellness-Oase ist. Im Artemis zahlen Freier 80 Euro Eintritt für Sauna, Schwimmbad, Essen. Sex geht extra. Die Frauen zahlen 90 Euro Eintritt inklusive Übernachtung. Was sie beim Sex verdienen, können sie behalten oder auch nicht. Den Betreiber interessiert das nicht. Wir haben ja eine Regel, wir sagen, alles, was außerhalb dieses Hauses und Parkplatzes passiert, ist quasi nicht mehr unsere Baustelle. Was? Der Arbeitslehrer hier. Künstlername Susi, Chantale. Hier lohnt es sich für die chronisch klamme Hauptstadt, Steuern einzutreiben. Waren Sie 30 Euro oder Steuernummer? Ich habe Steuernummer. Steuernummer, ja. Zwischen 100 und 120 Frauen schaffen im Artemis an. Wo kommen Sie her? Rumänien. Und aus welcher Stadt? Aus Craiova. Craiova. Da sind alle Damen drauf, die Pauschalsteuer beim Düsseldorfer Verfahren teilnehmen. Düsseldorfer Verfahren heißt, jede Frau zahlt pro Tag 30 Euro oder sie muss eine Steuererklärung machen. Steuernummer. Also wir haben sehr, sehr viel Italiener
Und das auch immer zum Wochenende und auch während der Messen. Die Italiener halten uns die Stange. Ja, kommen dann Freitag, Samstag, Sonntag und fliegen dann nach Hause. Ja. Auch Flatrate-Bordelle boomen in Berlin. Die meisten Freier kommen in der Mittagspause, Sex statt Eintopf. Auch dieser Engländer schätzt die liberalen Gesetze in Deutschland. Ist denn in England die Prostitution verboten? Ja. Ja. Wenn es gibt günstige Flüge, dann macht ein Wochenende hier. Und ja. Für die 100 Euro bekommen Sie was? Alle Trinke und wie viel Spaß ich mache mit den Mädchen. Also Sie können mit jedem Mädchen aufs Zimmer gehen, ja. So oft Sie wollen? Ja. Ja. Es hat sich herumgesprochen, dass Deutschland ein Paradies ist für Freier und Bordellbetreiber. Es kommen viele aus Skandinavien, aus Schweden, aus Norwegen, da ist es verboten. Und dann kommen sie in Gruppen an und dann und werden sie nicht bestraft. Und dann fahren sie wieder zurück. Seit das Prostitutionsgesetz eingeführt worden ist, haben wir viele Probleme weniger. Inwiefern? Dass man ganz einfach offiziell kommunizieren kann und nicht sich verstecken muss. Und der Staat verdient. Das ist auch wahr, ja. Ja, es war. Auch hier kassiert die Stadt pro Frau 30 Euro. Da kommt was zusammen. Ob mit der gleichen Energie geprüft wird, ob die Mädchen freiwillig anschaffen oder nicht? Bei der Gelegenheit könnte man ja sagen, sind sie freiwillig hier, sind sie gezwungenermaßen hier? Interessiert uns auch wirklich nicht. Wir haben hier durchzusetzen, dass auch diese Frauen die Steuern bezahlen bzw. eine Steuererklärung abgeben. Ob die jetzt gezwungenermaßen macht oder nicht, interessiert uns als Steuerbehörde nicht. Wir wollen nicht Geld. Auch Bonn braucht Kohle. Regelmäßig kommt Günter Dick vom Amt für Bürgerdienst angefahren und prüft einen Steuerautomaten auf dem einzig zugelassenen Straßenstrich. Eine Art umfunktionierte Parkuhr. Wer anschafft, muss zahlen. 6 Euro passend, der gibt nämlich kein Rückgeld. Achso, und dann bis morgens um 6 kann man einwerfen? Genau. Und für diese 6 Euro kann man aber auch die ganze Nacht hier stehen? Genau, von 20.15 Uhr bis 6 Uhr. Findet denn hier auch noch eine Gesundheitskontrolle statt? Nein. Zusätzlich zu diesem? Nein, gibt's nicht mehr. In der Stadtverwaltung ist man mit den Einnahmen zufrieden. Wir haben in der Stadt Bonn die Verpflichtung, eine Sexsteuer zu erheben. Die auf dem Straßenstrich müssten normalerweise ein Formular ausfüllen, ihre Steuer erklären und später dann bezahlen. Das hat in der Praxis aufgrund der Ausländerinnen, die da tätig sind, so nicht funktioniert. Und dieser Automat ermöglicht es, den Steuerpflichtigen anonym ihre Steuerpflicht zu erfüllen. Wird denn gleichzeitig auch zum Beispiel kontrolliert, ob sie Zwangsprostituierte sind, ob sie das freiwillig machen? Nicht vom Steueramt, weil wir sind nur damit beauftragt, die Steuer zu erheben. Geld stinkt nicht. Hallo. Dieser Finanzbeamte von der Abteilung Rotlicht besucht regelmäßig Bordelle. Ich muss bei Ihnen eine Umsatzsteuernachschau durchführen. Hier ein Infoblatt. Da geht das um die Besteuerung sexueller Dienstleistungen. Führen Sie ein Kassenbuch. Also schreiben Sie täglich auf, was Sie so verdienen. Die junge Frau hat andere Sorgen als ein Kassenbuch. Sie hat schon in mehreren Aero-Centern gearbeitet. Es ist wirklich abartig geworden. Seit 2007, seitdem Bulgarien, Rumänien in der EU ist, ist es so hoch mit der Zuhälterei gestiegen. Und wenn die Pech haben, haben die an die 20, 30 oder 70 Männer. 20, 30 oder 70 Männer? Wenn es hochkommt, wenn es ein richtig hübscher ist, dann hat sie an die 70 Männer pro Tag. Wenn die nicht parieren, wird dann gesagt, du weißt ja, dass ich weiß, wo deine Familie wohnt, wo deine Kinder sind und alles. Bedrohen und misshandeln sie auch die Frauen selbst? Nasse Handtücher. Und dann schlagen sie die Frauen damit. Dadurch sieht man nicht die blauen Flecken. Schmerzen sind da und sehr große Schmerzen. Es gibt auch ganz, ganz krasse Fälle, wo man Flaschen zerbrochen hat und den ab in die zwischen die Beine. Würde der Staat mit genauso viel Energie gegen Menschenhändler vorgehen, wie er Steuern eintreibt, vielleicht gäbe es mehr Prozesse dieser Art. Hier wird zurzeit gegen einen Menschenhändler verhandelt. Er hat 6 Frauen zur Prostitution gezwungen und misshandelt. Was Staatsanwältin Kerstin Lotz besonders erbittert, nach der Entlassung aus dem Gefängnis kann sogar ein verurteilter Menschenhändler erneut ein Bordell betreiben. Alles ganz legal. Sie hofft auf eine hohe Strafe für den Täter. Seine Opfer brachen am ersten Verhandlungstag zusammen, mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Diese Frauen sollen von ihm hier in ein Bordell gebracht worden sein, dort sozusagen abkassiert worden sein. Wenn sie nicht mehr weiterarbeiten wollten oder bestimmte Sexualpraktiken nicht ausüben wollen, wurden sie laut der Frauen mit Schlägen malträtiert, bedroht. Alina aus Rumänien packte erst aus, als er zuschlug und ihr alles, was sie verdiente, wegnahm. Zur deutschen Polizei traute sie sich anfangs nicht. Ja, habe ich Angst gehabt, weil bei uns im Land auch die Polizei sind nicht zu vertrauen. Ach so, in Rumänien kann man der Polizei nicht vertrauen? Ja, nicht alle, nein. Ach so. Weil die arbeiten meistens mit zu Hause zusammen und dann denken das. Aber hier ist ganz anderes und dann habe ich vertraut. Wir wollen nach Rumänien, dorthin, wo die Menschenhandelskette beginnt. Eine EU-Studie hat festgestellt, dass das liberale deutsche Prostitutionsgesetz zu mehr Prostitution und Menschenhandel geführt hat. Die Hintermänner, die Alina nach Deutschland brachten, sitzen im Knast von Jihlava. Auf dem Weg kommen wir durch die Elendsviertel der Hauptstadt. Alina lebte früher hier, wollte der Armut entfliehen, träumte von einem neuen Leben in Deutschland. 2000 Opfer pro Jahr registrieren die rumänischen Behörden. Die Dunkelziffer ist weit höher. Wir dürfen ins Gefängnis von Jihlava, weil die Behörden zeigen wollen, dass sie energisch gegen Menschenhandel vorgehen. Fast 300 Täter wurden im letzten Jahr in Rumänien wegen Menschenhandels verurteilt. Sie sind Teil eines ganzen Netzwerks, bringen immer wieder Frischfleisch nach Deutschland, nutzen die Träume junger Frauen von einem besseren Leben gnadenlos aus. Wir wollen einen von ihnen treffen, erfahren, warum er Frauen wie Ware behandelt hat. Grigori sorgte für Nachschub, sein Freund hielt die Mädchen vor Ort in Schach. Es ist lächerlich, von Menschenhandel zu sprechen. Klar wurde ich dafür verurteilt, aber das Mädchen wusste genau, dass sie als Prostituierte arbeiten sollte. Ich habe sie einfach mit dem Flieger in den Westen begleitet, ohne Gewalt. Aufgeflogen ist es, weil sie später gegen mich ausgesagt hat. Ich hatte gar nichts davon und Geld habe ich auch keins bekommen. Also der Freund hatte 5 Mädchen. Wie viel hat der Freund denn verdient? 1000 Euro pro Tag. 1000 Euro pro Tag? Naja, man kann schon Geld machen, aber ich habe dazu keine Lust mehr. Heute kann man nur noch mit sentimentalem Getue Geld verdienen. Die Loverboy-Masche, verstehen Sie? Was das heißt? Naja, man erzählt den Mädchen, dass man sie liebt, das Geld für ein gemeinsames Leben aber nicht reicht und dann schickt man sie auf den Strich, erzählt er noch. Die zurückgekehrten Opfer von Menschenhändlern leben in anonymen Schutzwohnungen. Viele sind minderjährig. Jana Mate peppelt sie langsam wieder auf. Die Jüngste ist 13, Mariana 20. Sie wurde von einer Freundin betrogen, die ihr einen Job als Kellnerin in der Nähe von Hamburg versprach. Erst später erfuhr ich, dass meine Freundin angeschafft hatte und aussteigen wollte. Ihr Zuhälter hat sie freigelassen, aber nur unter der Bedingung, dass sie 2 neue Mädchen liefert. Eins davon war ich. Sie haben mir Handy und Pass weggenommen. In einem unbewachten Moment bin ich abgehauen, in ein Geschäft. Die haben dann die Polizei geholt. Wenn die rumänische Polizei mit der deutschen Polizei nicht besser zusammenarbeitet, kann man Menschenhandel als Ganzes nicht in den Griff bekommen. Und auch die deutsche Polizei müsste das machen. Denn sonst kann sie vielleicht die Ausbeutung, die Zuhälterei in Deutschland bestrafen. Aber das gesamte Netzwerk kriegt sie nicht zu fassen. Die rumänische Polizei weiß, dass sie oft für korrupt gehalten wird. Sie will uns demonstrieren, dass sie vertrauenswürdig ist, sogar Informationsveranstaltungen in Schulen abhält. Die Opfer werden immer jünger. Heute sind die Polizisten in der 8. Klasse einer Mittelschule. Wenn euch im Internet einer auffordert, Bilder zu schicken, sich mit euch treffen will, fragt nach, seid misstrauisch. Sie versprechen euch ein tolles Leben in Italien, Spanien oder Deutschland, glaubt ihnen kein Wort. Mich interessiert erstmal, ob die ganze Klasse, wer davon schon mal gehört hat, kann ja mal die Hand hochheben. Ja, wir haben schon von sowas gehört. Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein, mit wem ich chatte und wem ich Informationen über mich gebe. In Deutschland war eine aus der Nachbarschaft im Bordell, das habe ich gehört. Der Billigflughafen von Bukarest. Von hier aus flog Mariana mit ihrer angeblichen Freundin nach Deutschland.
Wir beobachten einen Mann mit drei Frauen am Abflugschalter. Was machen Sie in Köln? Sag ihr doch, dass du die Stadt angucken willst, als Touristin. Ich bin Touristin. Sie wird sich die Stadt ansehen. Ja, stimmt. Dann gehen nur noch zwei Frauen zur Kontrolle. Der Mann und seine Begleiterin bleiben zurück, beobachten die Abreise. Wie lange wollen Sie denn bleiben? Ein, zwei Monate? Ich weiß noch nicht, vielleicht auch drei. Keine Ahnung. Haben Sie denn einen Job in Köln? Nein. Ich habe Freunde in Köln, da kann sie hingehen. Es ist alles ein Desaster in Rumänien. Es gibt keine Arbeit. Die Geschichte kann stimmen, muss aber nicht. Wir können hier an der Grenze nicht alle Probleme lösen. Haben die Leute einen Pass, müssen wir sie durchlassen. Nur wenn Minderjährige allein oder mit Fremden reisen, kontrollieren wir genauer. Aber haben sie eine Erlaubnis der Eltern, können wir nichts tun. Wir fliegen zurück nach Deutschland. Wir haben gehört, dass in der bayerischen Landeshauptstadt versucht wird, das Netzwerk Menschenhandel energisch zu zerschlagen, Nachlieferanten auf die Spur zu kommen. Die bayerische Polizei ist besser ausgestattet als die Kollegen in anderen Bundesländern und zieht dem Gewerbe enge Grenzen. Uwe Dornhöfer und seine Kollegen dulden keine angeblichen Freunde im Puff, nur Freier. Sie durchkämmen alle Zimmer. Gehen auch mal rein, wenn dort gearbeitet wird. Machen auf Betreiber Druck. Anderswo stopfen die den Billignachschub aus Osteuropa in Flatrate-Bordelle. Die gibt es hier nicht. Hallo? Kontrolle? Ja, bitte schön. Danke. Seit 2 Jahren werde ich schon kontrolliert. Ja, wie alle anderen Betriebe auch. Ich habe nur vorne einen Zettel. Ja, gut. Kann ich alles wieder von vorne machen. Sie wollen Zwangsprostitution auf die Spur kommen und kontrollieren deshalb ständig. Welcher Mann geht schon gerne in einen Bordellbetrieb, wo ständig die Polizei drin ist? Wenn man uns zum Feind hat, das funktioniert auf Dauer nicht in München. Alle Prostituierten müssen sich vor Arbeitsaufnahme bei der Polizei anmelden und werden erfasst. Die Polizisten müssen sich nicht erst mühsam einen Überblick verschaffen. Sie wissen, wer in München anschafft. Sie erklären den Frauen, wo sie Hilfe bekommen können, sagen aber auch klar, was Sache ist, bestehen auf Einhaltung des Sperrbezirks. Nicht weiter da, nur hier dieses Stück, bis Tankstelle. Wir kommen wieder. Gerade Frauen aus Osteuropa sind oft zum Sex ohne Kondom bereit, wenn sie unter Druck ihrer Ausbeuter stehen, nicht genug verdient haben. Ein hohes Risiko auch für Freier. Ich denke schon, dass die Männer größtenteils gar nicht wissen, dass es diesen sogenannten Bockschein nicht mehr gibt und dass diese Überprüfung, die gesundheitliche Überprüfung, nicht mehr stattfindet. Sonst wäre vielleicht einfach die Nachfrage ohne Kondom gar nicht so hoch. Oft sind zusätzlich verdeckte Ermittler unterwegs, belegen Frauen mit hohen Strafen, wenn sie auf Kondome verzichten. Also Sie gehören mit hier rein. Wunderbar. Freier bekommen einen Brief nach Hause. Kontrollieren Sie auch, ob der Kondomzwang eingehalten wird? Im Endeffekt ist es wirklich so, wir können ja auf die Körpermitte schauen und würden dann sehen, ob da Kondom getragen wird oder nicht. Der Frauenhandel blüht. Auch weil blauäugige Politiker übersahen, dass gut gemeint nicht gut gemacht ist. Ministerin Schröder ließ mitteilen, was den Nachbesserungsbedarf angeht, so ist die Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen. Frauenhandel ist eines der lukrativsten Geschäfte der organisierten Kriminalität. Doch das müsste nicht sein, ginge die Politik gegen Menschenhandel entschlossen vor.